Geehrte Frau Köhler, sehr geehrter Herr Bundespräsident Köhler, sehr geehrter Herr Bundesminister Gröhe, sehr geehrte Vorsitzende und Mitarbeiter der Eva-Luise- und Horst-Köhler-Stiftung und der Allianz für chronische seltene Erkrankungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist für mich eine große Ehre, Ihnen allen am heutigen Abend das in diesem Jahr mit dem Forschungspreis ausgezeichnete Projekt und dessen wissenschaftlichen Hintergrund im Rahmen der ersten Eva-Luise-Köhler-Lecture vorzustellen. Und so möchte ich gleich mit einem Zitat unserer Stifterin starten. Seltene Erkrankungen sind keine Rarität, sondern Realität. Als selten sind sie definiert, da nicht mehr als 5 Menschen von 10.000 davon betroffen sind. Real sind aber folgende Zahlen. Es gibt mehr als 8.000 seltene Erkrankungen. Allein 4 bis 5 Millionen Menschen sind von einer solchen Erkrankung in unserem Land und mehr als 30 Millionen in Europa betroffen. Diese Zahlen sind real und sollten uns immer wieder vor Augen führen, wie wichtig die intensive Erforschung dieser Erkrankungen ist, um zeitnah Therapieoptionen anzubieten. Insbesondere, da viele dieser seltenen Erkrankungen eine genetische Ursache haben, Symptome daher frühzeitig im Leben auftreten und oftmals einen chronischen Verlauf nehmen. So verhält es sich auch mit dem Phelan-McDermid-Syndrom, einer seltenen Erkrankung, von der weltweit nicht mehr als 1.000 Fälle bekannt sind und die Ende der 80er Jahre erstmals klinisch beschrieben wurde. Im Mittelpunkt dieser Erkrankung stehen bei den betroffenen Kindern im Rahmen einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung insbesondere ein herabgesetzter Muskeltonus, was sich in einer frühzeitigen Trinkschwäche äußert. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer deutlichen Intelligenzminderung, autistischen Verhaltensweisen und oftmals auch schwer behandelbarer epileptischer Anfälle, sodass ein eigenständiges Leben nicht möglich ist. Die Ursache des Phelan-McDermid-Syndroms ist, wie für viele andere seltene neuronale Entwicklungsstörungen und seltene Erkrankungen allgemein, genetisch. Und zwar kommt es zu einem Verlust von Erbmaterial am Endstück von Chromosom 22, sodass eine gewisse Anzahl an Genen verloren geht. Nur war lange Zeit auch immer noch unklar, welches dieser Gene, die verloren gehen, nun das entscheidende Gen ist, was durch seinen Verlust zu der neuropsychiatrischen Symptomatik führt, die bei dem Phelan-McDermid-Syndrom im Vordergrund steht. Bis zum Jahre 2001, als eine humangenetische Studie an einem Jungen mit Phelan-McDermid-Syndrom zeigte, dass 2 Chromosomen, nämlich 12 und 22, ihre Endstücke miteinander im Rahmen einer sogenannten Translokation ausgetauscht haben. Und der Bruchpunkt in Chromosom 22 lag in einem Gen namens Schenk-3. Dieses Gen ist ein hochkomplex reguliertes Gen. Es findet sich sehr weit im terminalen Abschnitt von Chromosom 22 und kommt in verschiedenster Ausprägung als Genprodukt, als Schenk-3-Protein im Körper vor. Insbesondere stark findet sich Schenk-3 im Gehirn. Und das konnte erstmals durch den Entdecker der Schenk-Genfamilie, meinen Doktorvater und Mentor, Professor Tobias Böckers, Direktor des Instituts für Anatomie und Zellbiologie der Universität Ulm, Ende der 90er Jahre erstmals in Magdeburg gezeigt werden. Seine grundlagenwissenschaftliche Pionierarbeit führte im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums dazu, dass man relativ bald zur Erkenntnis kam, dass dieses Gen und auch das besagte Protein essentiell für die Entwicklung neuronaler Netzwerke unseres Gehirns ist. Das besagte Genprodukt, das Schenk-3-Protein, findet sich insbesondere an den neuronalen Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, den sogenannten Synapsen. Und es vermag dort durch definierte molekulare Wechselwirkungen deren Reifegrad zu beeinflussen. Es macht sie also formbar. Eine Eigenschaft, die insbesondere während der Hirnentwicklung von großer Bedeutung ist. So war es für uns in Ulm als Team im Institut für Anatomie und Zellbiologie, aber auch für viele andere Forschergruppen auf dieser Welt
im Verlauf von großer Bedeutung zu analysieren, welche Auswirkungen der Verlust oder auch die fehlerhafte Expression von Schenk 3 im Mausmodell hat. Und mehrere Studien in den Jahren 2010 bis 2012 konnten dann auch zeigen, dass Mäuse ohne Schenk 3 oder mit fehlerhafter Schenk 3-Expression Verhaltensstörungen im Bereich Lern- und Sozialverhalten an den Tag legen, wie das auch bei Patienten mit Phelan-McDermid-Syndrom der Fall ist. Auch die Synapsenfunktion dieser Tiere war beeinträchtigt, sodass weitere detailliertere Studien folgten. Und zwar war jetzt von großer Bedeutung, in diesen Mutanten molekulare Zielstrukturen zu identifizieren, die möglicherweise auch einen therapeutischen Nutzen haben könnten und zur Medikamentenentwicklung dieser Verhaltensstörungen beitragen können. Und so konnten auch wir in Zusammenarbeit mit italienischen Kollegen im letzten Jahr eine synaptische Zielstruktur identifizieren, den sogenannten metabotropen Glutamatrezeptor, der möglicherweise Medikamentenentwicklung zulässt, insbesondere da durch bestimmte Medikamente im Mausmodell diese Verhaltensstörungen gebessert und sogar rückgängig gemacht werden konnten. Genau für solche Fragestellungen braucht es innovative, translationale Konzepte. Und eines solcher Konzepte gibt es am Universitätsklinikum Ulm. Ein einmaliges Konzept, bei dem Grundlagenwissenschaft und Klinik zusammenkommen. Für eine seltene neuronale Entwicklungsstörung, das Phelan-McDermid-Syndrom. Gegründet wurde diese Initiative von Tobias Böckers und von der leider viel zu früh verstorbenen Kinder- und Jugendpsychiaterin Frau Professor Andrea Ludolf. Dank des großen Engagements ihres Ehemanns, des Direktors der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie, Professor Albert Ludolf, und den engagierten ärztlichen Kollegen Privatdozentin Sarah Jesse aus der Neurologie, Claudia Lürs da Silva aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Michael Schön aus dem Institut für Anatomie und Zellbiologie wird dieses Konzept erfolgreich weitergeführt. Aus diesem Konzept heraus ergeben sich natürlich Fragestellungen, die sich über Mausmodelle hinaus auch mit humanen Modellsystemen beschäftigen. Und eines dieser humanen Modellsysteme, was auch im Rahmen des Phelan-McDermid-Syndrom nutzbar gemacht werden kann, sind die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das heißt, man gewinnt aus bestimmten Körperzellen eines Spenders, Gesunder oder Patient, induzierte pluripotente Stammzellen, die man dann differenzieren kann, auch wiederum zu Nervenzellen, die ein Netzwerk in der Zellkultur ausbilden. Nur die entscheidende Frage ist, bilden diese Netzwerke aus humanen Nervenzellen in der Kultur tatsächlich das komplexe Zusammenspiel, so wie es auch in einem Zellverband im menschlichen Gehirn passiert, ab? Und genau diese Frage stellten sich Forscher im Jahre 2013, die erstmals ein neuartiges Modellsystem präsentierten, das auf dieser IPS-Technologie beruht und bei dem durch weitere Differenzierungsschritte kleine, gar winzige, circa 3 bis 4 mm große Strukturen in der Zellkulturschale erschaffen werden, die Zellverbänden aus dem menschlichen Gehirn ähneln, ohne an die Komplexität dieser Organstruktur heranzukommen. Aber das Entscheidende ist es eben, nicht nur einzelne Zellen, die ein künstliches Netzwerk ausgebildet haben, sondern einen komplexen Gewebeverband zu studieren. Und es konnte auch von anderen Wissenschaftlern gezeigt werden, dass diese Gewebeverbände sich tatsächlich so anordnen, wie sie das im menschlichen Gehirn tun würden, dass sie gleiche Moleküle bilden, ähnliche elektrische Eigenschaften besitzen, ja auch Kontakte bilden, Synapsen bilden miteinander, die man auch im Rahmen neuronaler Entwicklungsstörungen studieren könnte. Und Ziel des in diesem Jahr ausgezeichneten Projektes ist es, zunächst dieses Modellsystem auf das Phelan-McDermid-Syndrom anzuwenden. Wir würden gerne in IPS-Zellen gesunder Spender das Schenk-3-Gen durch eine weitere neuartige Technologie namens CRISPR-Cas-Genomchirurgie entfernen, um optimale Kontrollbedingungen zu schaffen, nämlich um gleichzeitig gesundes Vergleichsmaterial zu haben, was immer notwendig ist, um etwaige Veränderungen zu analysieren. Und in einem weiteren Schritt basierend auf diesen IPS-Zelllinien sogenannte zerebrale Organoide zu differenzieren, um ein humanes Modellsystem eines Zellverbandes zu gewinnen,
was möglicherweise die Prozesse, wie sie beim Phelan-McDermid-Syndrom im Gehirn auftreten, abbilden zu können. Und in einem weiteren Schritt würden wir gerne deren molekulare Zusammensetzung untersuchen. Warum die molekulare Zusammensetzung? Weil es bereits auch Daten aus dem Mausmodell dazu gibt, wie die molekulare Zusammensetzung der Synapsen aussieht. Und die entscheidende Frage ist ja, wie sieht die molekulare Zusammensetzung der Synapsen im Gehirn der betroffenen Patienten aus und ist das vergleichbar mit dem, was wir auch im Mausmodell finden? Oder findet man gar neue Veränderungen, die einen auf neue Wege bringen könnten? So würden wir gerne mithilfe dieses Projektes folgende Fragestellungen zielgerichtet beantworten. Die erste Fragestellung zeigt sich in Schenk-3-defizienten Organoiden. Das Gleiche, also die gleichen molekularen Veränderungen wie im Hirn Schenk-3-defizienter Mäuse oder finden sich auch neue, bislang völlig unbekannte molekulare Veränderungen. Beide Erkenntnisse werden sicherlich dazu beitragen, zeitnah therapeutische Optionen für Patienten mit Phelan-McDermid-Syndrom zu entwickeln. Und genau an diesem Punkt möchte ich auch nochmal den bereits gesagten Aspekt des Modellerkrankungssystems hervorheben. Würde dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden, könnte man dieses etablierte Modellsystem ja auch für andere seltene neuronale Entwicklungsstörungen nutzen, andere Krankheitsgene analysieren, auch für Erkrankungen, über die bislang vielleicht noch viel weniger bekannt ist, aber wovon es ähnlich viele Betroffene gibt, um über vergleichende Analysen dieser humanen Modellsysteme dann auch ein allgemeingültiges Verständnis für die molekularen Ursachen nicht nur der einzelnen Erkrankung, sondern für Autismus und insbesondere, was noch kaum beforscht ist, für Intelligenzminderung zu bekommen. Und ich wünsche mir auch persönlich, dass die Stiftung von Frau Köhler und Herr Köhler mit dem Forschungspreis nun dazu beiträgt, ein überregionales Netzwerk anzuschieben, wo genau dieses Konzept der Fusion aus Grundlagenwissenschaft und Klinik an mehreren Standorten in Deutschland die Erforschung seltener neuronaler Entwicklungsstörungen zum Ziel hat. Und an dieser Stelle möchte ich schließen und mich bei allen Menschen bedanken, die diese Ideen und Projekte, die in dieser Lecture vorgestellt worden sind, begleitet haben, begleiten werden, auch die Geldgeber, die diese Projekte unterstützt haben, unterstützen werden. Und unser gemeinsamer Dank gilt insbesondere Frau Professor Andrea Ludolf für ihr kontinuierliches ärztliches und persönliches Engagement im Bereich neuronale Entwicklungsstörungen, für ihren persönlichen Einsatz zur Erforschung des Phelan-McDermid-Syndroms. Und wir wünschen uns, dass viele Medizinerinnen und Mediziner ihrem Beispiel folgen und sich trotz der Seltenheit einer solchen Erkrankung für eine umfassende Forschung und Versorgung dieser Erkrankungen einsetzen. Vielen Dank.